Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Und heute ist eigentlich ein etwas trauriger Tag, weil wir unseren guten Freund, den Meisterbauarbeiter, gleich mal verabschieden werden. Es ist wieder Zeit, dass er zumindest, er ist ja sowieso gerade untätig, oder? Da liegt er rum. Da liegt er. Da ist er jetzt auf dem Weg. Also, dass wir ihn gleich mal verabschieden, dass er gleich mal ins andere Dörfchen rübergeht und da mal wieder ein bisschen mehr arbeitet. Ja, ich glaube, das macht jetzt aktuell mehr Sinn, dass wir hier mal so vielleicht ein ganz kleines bisschen mal die Prozesse entschleunigen, damit ich auch nicht ganz so schnell fertig werde in diesem Dorf. Wir sehen, ihr kennt es. In 12 Tagen und 22 Stunden ist das schon wieder fertig. Wir haben die Saisonbank fast voll. Wir haben noch hier so viel, was wir holen können. Rune des Goldes, Rune des Elex. Was haben wir sonst noch? Mauerringe, Trainingstrank und so weiter. Alles noch am Start. Buch der Zauber, Buch des Kampfes. Könnte ich natürlich jetzt benutzen für die Belagerungskaserne. Ja. Wir haben noch ziemlich viel, was wir machen können. Ich habe jetzt hier erstmal diesen 30-Minuten-Trank mal eingeschmissen, weil wir in 13 Stunden unsere Kracher fertig haben. Und dann gucken wir einfach mal. Ich glaube, dann lasse ich mir einfach mal... Ja, dann lasse ich den einen Arbeiter... Otto, dann haben wir Otto. Dann können wir endlich mal Otto neben dem Meisterbauarbeiter benutzen. Aktuell ist Otto alleine im Dorf. Dann haben wir endlich mal wieder beide. So, und da werden wir jetzt das anders machen. Damit, weil ich eben mit den Superpacker nicht großartig was gerissen habe, werden wir jetzt mal ein bisschen umstellen. Nehmen wieder diese Taktik mit. So, 1, 2, nehmen wir an der Seite schon mal so ein paar Gebäude mit, die wir natürlich mit den Lakaien relativ gut kriegen. Das ist der Sinn der Sache. Da noch hin. Gucken wir mal. Oh, da war schon die erste Mine. Das ist natürlich gut, dass wir die schon mal ausgelöst haben. Da noch. So. Und jetzt werde ich mal eben mich um den Tesla kümmern. So, gucken wir mal, dass wir den Tesla mal eben kriegen. Und wenn wir den Tesla haben, kommen natürlich 4. So, kommt ihr hinterher? Ist da noch irgendwo eine Mine? Nein, ist keine Mine. So. Aber jetzt schon mal die Kampfmaschine. Die soll gleich nämlich noch ein bisschen tanken. Weiter. Drauf. Bitte auf die Doppelkanone drauf. Oh, da war nochmal eine Mine. Kampfmaschine. Lauf. Kampfmaschine. Kümmere dich schon mal um ein bisschen was. Kümmere dich um den Zerschmetterer, bitte. Kampfmaschine, das wäre sehr gut. Kümmere dich um die Luftabwehr, beziehungsweise um die Kracher, das wäre auch gut. Na, es werden keine 2 Sterne. Leider nicht. Vor allem, weil der Megatesla noch lebt. Der Megatesla wird einfach nur... Und auch der Brutzler auch noch. Und auch die Luftbomben. Alles zusammen. Ich meine, es reicht vielleicht trotzdem. Vielleicht brauchen wir den Meisterbauarbeiter... Vielleicht brauchen wir den Meisterbauarbeiter wirklich einfach als seelische Stütze in diesem Dorf, muss ich sagen. Ich muss übrigens gleich noch 1, 2 organisatorische Sachen loswerden. Beziehungsweise jetzt zu der Mitgliedersuche, während wir gewonnen haben. Also, was ich da noch unbedingt sagen wollte. Wir haben, Stand jetzt, über 600 E-Mails bekommen. Das bedeutet natürlich, ihr könnt es wahrscheinlich verstehen, dass wir die E-Mails nicht beantworten können. Auch wenn wir da, ich glaube, 5 Stellvertreter sind. Ich glaube schon. Das geht nicht. Und ihr könnt euch natürlich auch vorstellen... Wenn du wie viele Plätze hatten wir frei? 8, 9 Plätze? Wenn du 8 oder 9 Plätze frei hast und du hast 600 E-Mails, was willst du machen? Wie willst du auslosen oder wie willst du bestimmen, wer da reinkommt? Es ist einfach nicht machbar. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da so viele Leute bin. Es ist einfach nicht machbar, wirklich. Also wir hatten so viele schöne Bewerbungen. Ich danke euch natürlich auch. Ich danke auch jedem Einzelnen, der sich beworben hat. Aber ihr müsst natürlich auch verstehen, es geht nicht, dass da irgendwie jeder reinkommt in den Clan und dass man auch wirklich jedem antwortet, das geht einfach nicht. Das ist einfach unmöglich. Das ist unmöglich, dass man das so macht und es tut mir wirklich auch leid, aber es geht nicht. Es geht einfach nicht. Deswegen, ich hoffe, ihr wirklich habt da Verständnis für. Eigentlich müsstet ihr da natürlich Verständnis für haben, weil es ja trotzdem ein an für sich fairer Prozess ist. Aber natürlich man auch nicht jede Mail berücksichtigen kann und man nicht immer gucken kann, was dann da, oder wen man dann alles aufnehmen kann und so weiter. Es ist einfach schwierig. Ich sage es, wie es ist einfach richtig schwierig und man hat da echt die Qual der Wahl und teilweise nimmt man dann natürlich auch jemanden an und dann bewirbt sich vielleicht 12 Stunden später noch jemand, der vielleicht ein besseres Dorf hat, aber was willst du dann machen? Also, ich kicke die Leute dann ja nicht wieder. Also, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Verständnis dafür und ja, mehr wollte ich dann auch gar nicht sagen dazu, deswegen, es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Wie gesagt, auf jeden Fall ein dickes Dankeschön an alle Leute, die sich beworben haben, weil ich weiß, dass da viele Leute auch Arbeit in ihre Bewerbung reingesteckt haben und ich weiß das auch wirklich zu schätzen. Deswegen, die Mails wurden alle gelesen. Also ist es nicht so, dass wir die Mails einfach dass die Mails einfach gelöscht wurden. Wir haben sie wirklich auch alle gelesen und wir sind auch wirklich alle dankbar.
halt für das, was ihr da geschrieben habt. Deswegen, ich bin sehr froh, dass ich so eine Community habe, die sich da so viel Mühe gibt. Das wollte ich nur halt an dieser Stelle einfach mal gesagt haben. Ne? Weil ich gelesen hatte in den Kommentaren, dass sich da einige beschwert hat. Ich kann es ja auch wirklich verstehen. Es ist ja nicht so, als würde ich das jetzt nicht verstehen können, dass ihr euch da teilweise beschwert. Nur, wie gesagt, ihr müsst mich halt auch verstehen an der Stelle. Ich kann nichts machen. Und ich bin natürlich auch meinen Stellvertretern da sehr dankbar, dass sie sich da auch die Zeit genommen haben, die Mails alle durchzugucken. Also Kira und Höllenlord und auch der gute Hopfen. Der gute Hopfen und Malz und Sonnenstrahl. Wen habe ich denn jetzt vergessen? Mann, ich darf keinen vergessen. Extrem Ungi, genau. Nein, ich glaube, ich habe jetzt jemanden vergessen. Na nein, hoffentlich nicht. Warte mal, ich muss mal eben gucken. Wir haben nur eine Gruppe mit allen Stellvertretern. Also, nicht, dass ich irgendwen hier vergessen habe. Also, wir haben Brian, der aktuell aber, glaube ich, ist zwar in der Gruppe, ist aber kein Stellvertreter aktuell, weil er mit seinem ersten Account in Gnadenlos ist. Dann haben wir den guten Extrem-Ungi, dann haben wir Höllenlord, dann haben wir Hopfen und Malz, wer kennt die nicht, aka Iron Man, natürlich auch schon ewig im Clan. Dann haben wir Kira und dann haben wir Sonnenstrahl. Das waren diejenigen, die freundlicherweise sich um die ganzen E-Mails gekümmert haben. Finde ich sehr nett. Ich habe mich natürlich auch um die E-Mails gekümmert. Jeder hat da so ein paar Kandidaten eingeladen, hat da so ein paar Kandidaten gehabt, wo er gesagt hat, der wäre vielleicht was für uns und so weiter und so fort. Aber ich hoffe mal, das habt ihr jetzt halbwegs, zumindest ein bisschen verstanden. Ein bisschen. Und wir werden jetzt auf jeden Fall noch einen Gegner suchen. Danach werden wir mal gucken, was wir machen. Den nehme ich auch schon mal mit. Ich meine, ich kriege den Loot sowieso da oben. Von daher, wir haben eine maximal ausgebaute Belagerungskaserne, die wir schon mal direkt da einschicken können. So. Das kommt mir natürlich schon mal sehr gelegen an der Stelle. Das vor allem jetzt... Ja, komm, beeil dich mal ein bisschen. Dass die Trübskis jetzt da rauskommen. Ja, schönes Ding. So. Jetzt müsste ich ja eigentlich nur mal eben 1, 2, 3, ja, ist klar. Ist natürlich klar, dass da einiges jetzt ist an Verteidigung, ist mir jetzt im Endeffekt aber erstmal egal. So, zack, zack, keine Gladiatorin übrigens. Wir haben keine Gladiatorin und müssen dann jetzt mal gucken, wo ist denn die, ach, da ist die Adlerdev. Das ist eigentlich eine coole Base. Ich muss sagen, diese Bases sind immer sehr cool und die sind auch vor allem immer sehr stark. Hüpft doch bitte noch ein bisschen. Hüpft da mal da rein, bitte. Das wäre gut, wenn ihr euch mal ein bisschen bewegen würdet. Aber im Endeffekt, ich habe es ja gesagt, wir gehen hier definitiv nur auf... Wir gehen jetzt hier erstmal auf einen Stern und wir gehen auf den Loot. Das sind die einzigen Sachen, die mich jetzt hier wirklich interessieren. Mehr interessiert mich jetzt hier erstmal nicht. Loot haben wir jetzt fast alles. Pokale. Ja gut, klar, wäre natürlich schön, wenn man jetzt dann noch irgendwie in... wenn man sich hier noch den zweiten Stern holt, werden wir es ja wahrscheinlich auch schaffen. Aber das war jetzt nicht die Ultra-Priorität, vor allem nicht drei Sterne zu holen, denn ich gebe jetzt auf, glaube ich. Ja, wir geben jetzt auf. Warum gebe ich auf? Wir haben den Loot bekommen. Ich habe meine Helden halbwegs geschont. Wir haben den Liga-Bonus bekommen. Läuft. Und wir gucken mal, was wir beim Sternenbonus noch haben. Ja, wir haben ihn. Oh mein Gott, was eine Punktlandung. So, wir fordern nochmal an. Ich greife aktuell nur mit dieser Taktik an. Ich liebe diese Taktik. Zum dunklen Farben finde ich, ist sie aktuell sehr gut. Auch wenn sie natürlich teuer ist, was Elex angeht. Was normales Elex angeht. So. Bring. Passt auch. Haben wir schon was bekommen? Ja, ein Wutzauber. Haben wir schon bekommen. Jetzt werde ich natürlich den Trank einschmeißen. So. Und jetzt machen wir erstmal noch einen Angriff hier. Weil ja hier noch einer fehlt. Wir haben zwar nicht gut angegriffen zuletzt. Aber ich bin trotzdem guten Mutes, dass wir es noch schaffen. Und dann werden wir endlich unseren Bauarbeiter rüberschicken. Und dann haben wir Otto und den Meisterbauarbeiter wieder vereint. Ich mag den Meisterbauarbeiter. Ich mag das Nachtdorf ja nicht unbedingt, aber ich muss sagen, der Meisterbauarbeiter sieht einfach richtig, kann man sagen, knuffig. Er sieht richtig knuffig aus. So, meine Freunde, macht da jetzt noch ein bisschen was kaputt. An der Seite noch ein bisschen was, an der Seite auch noch ein bisschen was. Dann kann ich jetzt schon mal die Kampfmaschine hinterher schicken. Die geht dann da drauf. Hoffentlich. Bitte, Beeilung. 33%? Ich glaube, diesmal reicht's aber. Also diesmal muss es... Ja, es reicht diesmal. Diesmal reicht's. Bitte noch. Die Meisterhütte haben wir. Okay, das reicht locker. Nein, nicht... Oh, okay. Ich wollte schon sagen, Kampfmaschine. Wenn die jetzt in diesen leeren Raum da reingegangen wäre, dann wäre ich ein bisschen sauer gewesen. So.
Zack, das noch kaputt. Zack, die Riesenkanone kaputt. Und jetzt wird sie gleich kaputt gehen. Vielleicht kann ich sie noch einmal zünden. Nein, nicht mehr. Aber 58% für meine Verhältnisse zuletzt war das endlich mal ein guter Angriff. So. Wir haben ein bisschen was bekommen. So, jetzt gucken wir mal eben nach. Ich wollte hier nochmal gucken. Wir haben ja noch gar nicht gewonnen. Nee, wir dürfen jetzt nicht so tun, als hätten wir schon gewonnen. Nein, ich verliere. Nein. Immer diese Asiaten. Das war übrigens ein Spaß. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwelche Stereotypen verbreite über Asiaten, dass Asiaten zwangsläufig gut Clash of Clans spielen können. Nein. No, 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 no. No, 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 no. So. Ja. Okay, 70%, das war übel. Das war übel. Wir haben verloren. Rick. Oder Rich. Es sind immer die gleichen Bases, oder? Es ist gefühlt sind es immer die gleichen Bases irgendwie, ich weiß auch nicht. Deswegen müssen wir jetzt echt mal gucken, was wir machen. 1, 2, 3. Ich versuche jetzt einfach an der Seite schon mal so ein bisschen was wegzumachen. Okay, da ist noch ein Tesla. Kriegen wir den Tesla? Komm, bitte. Tesla muss weg. An der Seite war schon mal eine Mine. Ich würde ganz gerne noch den Uhrenturm wegmachen. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz in der Mitte. So, schon mal ein paar hinterher. Die sollen sich jetzt erstmal um den Wachposten kümmern. Okay, der Wachposten ist down. Komm. Weiter. Es könnte fast schon reichen. Deswegen setzen wir jetzt mal die Kampfmaschine nach da. Also es könnte reichen für die Meisterhütte. Und Schritt 2 wäre ja dann, dass wir mal auf ein paar Prozente gehen. Ja, das sieht doch mal nach einem Plan aus. Oh, da war schon mal eine Mine. Allerdings sind sie nicht gestorben, meine Lakaien. 39%, es wird echt wieder sehr eng. 39, 45, 47, kommt Leute, bitte, 49. Es ist wieder so knapp. Ich meine, wir werden den zweiten Stern holen, aber es ist nichts, womit wir jetzt irgendwie dann wahrscheinlich, wo wir drauf aufbauen können, dass wir dann insgesamt gewinnen. Oh, 56. Oh, reicht es? Ja, es reicht. Okay, das reicht schon mal. Jetzt haben wir 2,7. Ich könnte irgendwann gleich nochmal eine Mauer machen. Wie viel kostet mich eine Mauer? 2,4. Okay. Mein lieber Freund, es wird Zeit für dich, dass du gehst. Ach, du kleiner Fratz. Möchtest du wirklich abreisen? Moment, mal einmal für das Thumbnail, mal eben den Button abreisen. Möchtest du den Meisterbauarbeiter jetzt in die Bauarbeiterbasis schicken? Ja. Da ist er zurück. Tschüss, es war schön mit dir. Vielleicht kriegen wir, bald werden wir dich wiedersehen. Bald sehen wir dich wieder. So. Wo ist er? Wo bist du? Da liegt er. Ja. Bist immer nur am Faulenzen. Ist klar, deswegen werden wir dich jetzt mal beschäftigen. Kann ich doch gar nichts machen jetzt. Allerdings doch. Er wird sich jetzt schon lohnen, weil er jetzt nämlich die ganzen Sachen hier jetzt erstmal abbauen muss. Der Kleine. Das kann er nämlich jetzt schon mal eben machen. Er kann jetzt uns schon mal so ein paar Juwelen holen. Das ist wichtig. Dass er das schon mal eben tut. Der kleine Meisterbauarbeiter. So, jetzt werden wir auf jeden Fall noch einen Angriff machen. Ich suche noch ein bisschen Loot. Und dann, bis gleich. Wir sind wieder da. Und ich habe mich aber leider vertan. Wir brauchen ja quasi den Meisterbauarbeiter doch noch einmal, weil wir ja noch ein, zwei Mauern machen müssen. Aber jetzt nehmen wir den auf jeden Fall erstmal mit. Wir haben 2 Sprungzauber, einen nach da für die Belagerungskaserne und wir setzen noch einen davon hinterher. Brauchen noch 2 auf der Seite und dann noch einen Sprung nach... Nein, hab ich den versetzt? Oh, bitte sag mir, die hüpfen jetzt da drüber. Hüpft bitte. Nein, sie hüpfen nicht. Sie hüpfen nicht drüber. Ernsthaft? Ich hab mich verklickt. Okay, ist egal. So. Ah, ich habe übrigens den Uhrzeit-Warden jetzt freigeschaltet. Wollte ich gerade mal erwähnt haben. Da ist schon mal drauf. So, deinen Gift. Bin schon ganz verwirrt. Kein Gift, einen Wutzauber drauf. So, wir wollen natürlich den Loot haben. Wollen das Rathaus uns am besten noch holen für den zweiten Stern. Das sieht aber, glaube ich, schon mal ganz gut aus. Oh nein, bitte lass den König nicht im Radius sein von dem Single Inferno. Das wäre auch nicht gut. So, zack. Ihr nach dahin, meine kleine Lakaien. So, jetzt laufen sie zum Rathaus. Ich muss sagen, der Uhrzeit-Warden gefällt mir eigentlich ganz gut. Das sieht schon mal ganz gut aus. No, die Königin!
Oh, die Autozündfunktion war gerade so gut. Die hat mir echt richtig den Arsch gerettet. Hätte ich die gerade nicht gehabt, dann wäre es direkt... Dann wäre es direkt vorbei gewesen. Dann wäre es direkt vorbei gewesen. Okay, 128.000 haben wir liegen gelassen. Wir kriegen auch leider nicht den kompletten Bonus. Aber okay. Der Sprungzauber war leider Mist. Der Sprungzauber war leider Mist. Muss ich zugeben, der war nicht gut. Aber wir haben jetzt 9,2 Millionen Elex. Und das würde ich sagen, das nutzen wir dann mal aus. So. Wir gucken mal eben nach. Ich weiß, es ist langweilig, die aktuell nur auszubilden, aber ich mag sie einfach. Ich mag sie einfach. Und ich finde diese Taktik einfach so lustig mit der Belagerungskaserne. Ich finde die Belagerungskaserne an sich lustig. Deswegen, hallo, abreisen bitte. Ja, einmal zurück bitte. Einmal zurück ins normale Dörfskin. Dankeschön. So. Was wollte ich machen? Richtig, wir wollten Mauern machen. Ich habe nämlich 2 Tage, 13 Stunden. Im Endeffekt kannst du den natürlich hin und her schicken. Aber der Meisterbauarbeiter, hauptsächlich soll er seine Aufgabe im anderen Dorf erfüllen. So 4,8 Millionen. Allerdings müssen wir jetzt mal ein bisschen darauf achten, dass die auch ein bisschen da sind, wo sie natürlich hin sollen. Nur noch. Oh ja, wir haben noch was, oder? Nein! 4.799.000. Und wie viel brauchen wir? 4,8. Läuft. Habe ich irgendwo noch was zum Sammeln? Ja, wir haben's. Und wir haben auch, glaube ich, ansonsten alles ausgebildet, oder? Ja, dann brauche ich ja kein Elex mehr. Eine Mauer können wir noch. Meisterbauarbeiter. Ja, so schnell kommt er natürlich gar nicht dahin. Bist eh wieder nur am Schlafen, ne? Okay, dann, wenn du eh nur am Schlafen bist, dann reiß bitte wieder ab ins andere Dörfskin. Irgendwann werde ich da auch mal den Bonus noch komplett, oder werde ich das Dorf auch mal irgendwann komplett haben. Und ansonsten kannst du in der Zeit uns schon mal ein paar kleine Sachen abfarmen und uns ein paar Juwelen holen. Und dann sehen wir uns später wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und bis denne. Macht's gut. Tschüss.